Also ich würde mich runterbeugen. Du kannst es im Stehen machen, weil du bist ja größer als ich. Was heißt denn das jetzt? Also, ich beug mich runter und du kannst es im Stehen machen. Du kannst weißt es du, im was Stehen du für machen? Bilder erzeugst in den Köpfen der Menschen? Schiederin sagt, ich beug mich runter und du kannst es dann im Stehen machen. Ja. Na, herzlichen Glückwunsch. Weißt du, es schauen auch Kinder zu. Jetzt um die Zeit gehen die Kinder längst ins Bett. Und dann hast du auch noch in Hüfthöhe so einen Rüssel. So, wem gehört der Rüssel? Hallo, wem gehört der Rüssel? Hallo, aufstehen. Hallo. Servus, hallo. Wer sagt's denn hier? Ja, wir sind eine Runde vom Zillertal. Da ist er ja wieder vom Zillertal angereist. Da sind wir wieder, ja. Und soll ich wieder reinlassen? Einlassen, ja. Einlassen, ja. Darfst du feiern, bevor es losgeht, oder? Jetzt geht's los, ja. Aber erst einmal ausgelassen. Was ist schwieriger, aus dem Zillertal rausgelassen zu werden oder nach Bayern reingelassen zu werden? Ganz klar, reingelassen. Klar, aber rauslassen, den sag ich ja dann wieder. Weil mit ein paar Masseln dürft's wieder raus, oder? Hoffbar, also das hoffen wir jetzt wirklich. Wie lange dürft ihr denn in Bayern bleiben? 24 Stunden. Und dann ist das Visum abgelaufen. Also. Und dann müsst ihr wieder arbeiten. Liegt schon Schnee? Nein. Und heim zur Mutter. Hat sie Skipässe schon gedruckt? Alles mit, ja. Wir sind ja momentan in der vollen Vorbereitung für die Wintersaison. Ja, sind die Almhütten auch schon geschmückt? Die Almhütten nicht, aber die Kühe. Ach, die Kühe? Ach, die sind auch schon geschmückt. Die haben wir von der Alm wieder ins Tal gebracht. Sind die Schneekanonen geladen oder was glaubt ihr? Hat es diesmal einen echten Schnee? Beides, beides, ganz sicher beides. So, du kriegst jetzt den und jetzt gehen wir weiter. Jetzt hätten wir das auch. So, Moment, jetzt kann ich auch das Ganze wieder im Stehen machen.